Wir lieben es, Sachen zu reparieren. Sicher habt ihr die eine oder andere unserer Anleitungen zum Thema Reparieren schon gesehen. Egal ob Waschmaschine, Trockner oder Staubsauger, wir reparieren jedes Haushaltsgerät. Um kaputte Geräte reparieren zu können, braucht es aber auch Ersatzteile. Viele Ersatzteile. So viele, dass sie gar nicht in unser kleines Lager passen. Aber was, wenn es das benötigte Ersatzteil gar nicht mehr gibt? Das ist doch klar. Dann bauen wir die Teile einfach selbst. Es wäre doch schade, wenn man das Gerät wegen eines fehlenden Plastikteils entsorgen müsste. Sind zumindest noch einige Reste des Teils intakt, können wir das Teil im 3D-Scanner einscannen, bearbeiten und neu zeichnen. Am Ende schicken wir es zum 3D-Druck. Hier entsteht gerade ein Prototyp eines nicht mehr verfügbaren Griffs. Und der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ist dann einmal das passende Ersatzteil vorhanden, wird es ordentlich verpackt und etikettiert. Dann wird gestapelt. Und gestapelt. Aber wie kommen die Teile jetzt zu euch? Da kommt der neue Mercedes Citan ins Spiel, den wir freundlicherweise zum Testen bekommen haben. Eins vorweg, der Citan Tourer ist ein Allrounder. Er ist für Familien genauso geeignet wie zum Transportieren von Lasten. Mit 4,5 Metern Länge und einem sehr kleinen Wendekreis eignet er sich perfekt für den städtischen Bereich. Der 75 kW Motor ist für dieses Fahrzeug gut dimensioniert. Das äußere Erscheinungsbild ähnelt anderen klassischen Kastenwagen. Aber innen strahlt der Citan im Mercedes-Look und punktet mit jeder Menge Extras und Sicherheitsfeatures. Und das auch schon in der Basisvariante. Das aktive Sicherheitspaket beinhaltet einen Spurhalte- wie auch einen Totwinkelassistenten. Mit Sonderausstattung sind auch ein aktiver Bremsassistent sowie ein Verkehrszeichenassistent mit an Bord. Eine Berganfahrhilfe gehört genauso zur Basisausstattung wie das Multifunktionslenkrad. Als Extra darf die Anhängekupplung aber auch nicht fehlen. Kurzum, ein waschechter Mercedes. Als Tourer finden im Fahrgastraum 3 Personen Platz und sogar für Isofix-Aufnahmen ist gesorgt. Und das Fahren macht richtig Spaß. Also gleich mal einen Probefahrtermin ausmachen. Moment mal, wir haben ja noch unsere Pakete im Lager. Also bauen wir den Fahrgastraum schnell mal um und krempeln die Ärmel hoch. Paket für Paket wandert in den Laderaum. Das maximale Ladevolumen des Citan beträgt 2390 Liter und 539 Kilogramm. Bald darauf sind alle Pakete verstaut und am Ende ist noch jede Menge Platz. Das hätten wir jetzt nicht gedacht. Der Citan ist innen ja wirklich gigantisch. Aber jetzt mal los, denn die Ersatzteile sollen ja möglichst schnell bei euch sein. Hat dir das Video gefallen? Gib uns doch einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, DIY-Book abonnieren.